Weihnachten. Eine Zeit der Besinnung, Heimkehr, das Fest der Liebe. Frieden auf Erden. Am Arsch! Weihnachten, eigentlich aber Weihnacht, ist ein christlicher Feiertag, an dem die Geburt des Christkindes Jesu. Dann kam Coca-Cola. Die Firma orientierte sich an der Geschichte des in der heutigen Türkei lebenden Bischofs und brachte ihn ins Leben. Den Weihnachtsmann, den wir heute kennen. Ein rundlicher alter Herr, der die Geschenke bringt. Geht mal am Arsch vorbei, was die sich ausgedacht haben. Religion und Coca-Cola. Aber was ist eigentlich das? Alles hat einander, nur die Wurst hat zwei. Und ich hab's dabei. Alles hat einander, nur die Wurst hat zwei. Oh, ich hab mich mitreißen lassen. Aber wisst ihr, was mich so richtig sauer macht? Das, was wir heute aus der Weihnachtszeit gemacht haben. Für Weihnachten brauchen wir Geschenke, Essen, Konsum. Essen? Ach ja, und das Essen dürfen wir nicht vergessen. Und das Ganze, das starten wir am besten schon im Oktober. Schließlich kann man nicht früh genug damit anfangen. Findet ihr nicht auch, dass der Sinn der Weihnachtszeit flöten gegangen ist? Legende zufolge verbringt man die Weihnachtszeit nämlich mit der Familie. Aber tatsächlich verbringen manche den Weihnachtsabend in der Disco oder im Club oder in beidem. Was ist eigentlich der Unterschied? Und wie sieht das überhaupt aus? Warum tut ihr das? Ich persönlich, ich mag die Weihnachtszeit. Aber nicht, weil ich an Nikolaus den Gaming-PC 3000 bekomme und zu Weihnachten das Strandhaus. Sondern, weil ich tatsächlich diese Zeit mit Familie, Heimkehr, Geborgenheit, Wärme verbinde. Und das Gefühl von Geborgenheit und Wärme, das bekommt man nicht, wenn man gestresst durch die Stadt rennt, sich die ultra überkrassen Geschenke schenkt, sich verschuldet, gestresst durch die Online-Shops scrollt. Was geht denn ab? Hallo? Was ist denn aus den guten alten Mandarinen geworden, die matschig im Schuh liegen? Ein paar Nüsse, Schokolade. Sind sie denn nicht mehr gut genug? Stattdessen haben wir epileptischen Weihnachtsschmuck, der unsere Häuserwände ziert, unsere Innenräume belebt. Nur damit ja alle wissen, dass wir Weihnachten feiern. Das darf ja überhaupt keiner verpassen. Ich meine, stellt euch mal vor, jemand wüsste nicht, dass es Weihnachten ist. Regt euch das nicht auch auf, wenn Leute euch erzählen? Ich bin so gestresst. Ich muss doch so viel erledigen und so viel kaufen und so viel ausgeben und mein ganzes Geld aus dem Fenster werfen. Hallo? Dann lass es doch einfach. Was sind das denn für Beziehungen, die wir haben, die uns mit Schuldgefühlen belasten, wenn wir keine Geschenke besorgen? Was ist das, was euch so richtig an Weihnachten nervt? Und gibt es auch Dinge, die euch gefallen oder seid ihr wirklich so, oh, okay, Weihnachten, nein, danke. Wie wäre es also, wenn wir einfach mal auf den Kaufrausch verzichten? Nicht die neuesten Schuhe schenken, nicht den neuesten PC. Wir schenken Zeit, unsere Zeit. Oder wenigstens geben wir uns Mühe mit Geschenken, etwas Persönliches vielleicht und nicht einfach irgendeinen Gutschein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Advent. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich doch, ich würde mich super freuen. Ciao, Kakao.